Heute zeige ich euch meinen liebsten Smokey Eye Look. Also von so auf so. So. Also das so musst du erst bei geschminkte Augen machen, du Vollidiotin. Von nix auf nix ist ein Blödsinn. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meinen liebsten Smokey Eye Look. Also von so auf so. Damit mein wundervolles Rapunzelhaar auch so wundervoll bleibt, wundervoll kaputt, setze ich keinen Haarreifen diesmal auf, der macht mir wieder Locken, ich setze meine Ohrlis auf. Und alle lachen, keiner darf lachen. Ich sehe meine Ohrlis, ich bin in der Hose, ich bin in der Hose, ich bin in der Hose. Ich bin ein Volltrottel. Als erstes bereite ich mein Lid für das Make-up vor und ich fange immer zuerst mit meinen Augen an, wenn ich Smokey Eyes mache, wenn ich schwarzen Lidschatten verwende, dunkle Lidschatten, vor allem wenn es gut pigmentierte Lidschatten sind, fange ich immer zuerst mit meinen Augen an, weil ich keine Lust habe auf Ausbesserungsarbeiten. Baken geht bei mir nicht, ich kann also nicht zuerst unterm Auge baken, damit ich es dann wegwischen kann, weil ich eine sehr trockene Under Eye Area unter Augenpartie, also diese Partie unter den Augen, die ist sehr trocken bei mir und wenn ich bake, ist das Wüste. Schaut nicht gut aus. Aber egal, weil sonst wird das Video wieder ewig lang und sowieso schon gefallen, ich meine langen Videos nicht. So, als erstes primen wir mein Auge. Wir zusammen mein Auge. Ich fange immer damit an und bei mir funktioniert es auch eigentlich am besten und ich glaube, das ist mein vierter oder fünfter Deal davon. Mit dem Pro Longwear Paint Pot von MAC. Damit prime ich mein Auge, also bereite es vor. So, das deckt, es macht das Lid eben. Ja genau, das sieht jeder, wie du das machst. Gleicht Rötungen aus, Verfärbungen, macht es länger haltbar, das Augen-Make-up. Ihr könnt gleich den Unterschied sehen zwischen dem Auge und dem Auge. Da sind die Verfärbungen ausgeglichen, es ist alles einfärbig, nein, die der tolle Unterlage. Und da ist eben alles noch pure Nature. Man sieht alle Äderchen. Seht ihr die? Ich sehe sie. Da lauter Äderchen. So, für diesen Look verwende ich heute die Shade in Light Palette. Und davon verwende ich nur diese vier und den hier. Und ich verwende gerne verwendete Pinsel für Smokey Eye. Nehme ich keine ganz sauberen Pinsel. Ich nehme gerne Pinsel, die ich schon verwendet habe. Ich habe das Gefühl, dass sie dadurch noch rauchiger werden, sich noch schöner ineinander verblenden lassen, weil Smokey Eyes ist verblenden, verblenden, verblenden. So, ich fange an mit dieser peachigen Farbe da oben. Mit der fange ich an. So ein peaches Softbraun ist das. Das verwende ich als Übergangsfarbe. Vielleicht kennt ja wer von euch die Tablette. Vielleicht kennt ja jemand von euch diese Palette und möchte es nachschminken. Kann mir gerne auch dann das Ergebnis zeigen. Die Palette ist einfach, es ist alles matt an dieser Palette. Ist von Kat Von D. Die Shade and Light Palette, ich glaube viele kennen sie. Ist von Shade and Light. Es ist die Shade and Light Eye Palette von Kat Von D. Die Farben sind alle matt. Man kann aus allem Alltagslooks machen, man kann Glam-Looks machen,
Und das Beste ist, sie hat ADZ-Faktoren. Sie hat ja davon auch noch, als sie noch dabei war, ich glaube, da war sie noch dabei, hat sie auch die Schimmer- und Glanzversion davon rausgebracht. Seht ihr das? Ist doch hübsch, oder? So, wir fangen jetzt an mit der beachigen Farbe. Das ist übrigens ein BH Cosmetics Pinsel Nummer 5. Den finde ich ganz toll für Crease. Und verwenden diese Farbe als Übergangsfarbe, also Überblendefarbe, Übergangsfarbe, ja. Bei fast jedem Augenlook fange ich mit einer Transition Shade an. So. Und diesmal gehe ich nicht darauf, sondern ihr könnt auch, dann seht ihr, wie weit es geht, den Pinsel gerade für euch halten, die Augen nicht groß verändern. Und ihr könnt es auch so, also die Augen nicht so draufziehen, weil wenn ihr normal guckt, ihr rennt ja nicht so durch die Gegend. Ihr schaut normal und dann ist das alles nicht mehr so. Und da könnt ihr eben schauen, wie weit hoch ihr geht. So, ich weiß in etwa schon auswendig meine Augenform, wohin die Farben sollen und so weiter. Aber für Beginner ist es halt ein guter Trick, dass man geradeaus schaut, normal schaut und dann sieht man auch bis wohin und kann auch einschätzen, bis wohin will man es haben, das Make-up. So. Ihr könnt übrigens Smokey Eyes in allen Farben machen. Ich liebe auch unheimlich gern so schwarz und auslaufend ins Lilane. Liebe ich Smokey Eyes. Bäh, ekelhaft. Jetzt nehmen wir dieses Braun. Ich nehme dafür gerne so breitere Pinsel und ich tue gerne weniger Farbe. Die Palette ist sehr pigmentiert und baue lieber auf und packen es aufs Lid. Ich beginne gerne in der Mitte. So. Und tapse es drauf und wische es nicht. Ich beginne am liebsten in der Mitte und blende es dann eben immer weiter rauf. Da auf der Seite und am Außenrand nehme ich meistens dann einen anderen Pinsel, damit es sich nicht, damit ich nicht protze. Und ihr seht ja, es beginnt sich ja schon fast durch dieses Tapsen und Hochziehen, fängt es an, sich ein wenig schon ineinander zu verblenden. So, jetzt nehme ich einen anderen Pinsel. Flat Shader ist das, glaube ich, heißt das. Da heißt es sogar Smoky Shader. Nehmen wir den Smoky Shader. Er hat die Nummer 234. Nehmen wir uns wieder das gleiche Braun auf. Und tun es uns da rein. So, hier hin. Bis wohin ihr sehen wollt. Wenn ihr es da raufziehen wollt, zieht es darauf. Ich mache das jetzt nicht. Also, jetzt kommen wir zu dem Rotbraun. Das nehmen wir um das dunkle Braun mit diesem peachigen Softbraun, die Übergangsfarbe, miteinander zu verblenden. So, und das kommt eben da zwischen. Da ist Übergangsfarbe, da ist brauner Lidschatten und da dazwischen kommt diese Farbe mit kreisenden Bewegungen. So. So. Ich habe wieder etwas Farbe aufgenommen. So, jetzt nehmen wir nochmal die Farbe, mit der wir die Transition Shade aufgetragen haben. Und mit dem Rest, der am Pinsel drauf ist, gehen wir da oben, wo wir gerade das Rotbraun aufgetragen haben, gehen wir drüber und verbinden es noch einmal. Wie gesagt, das ist verblenden, verblenden, verblenden. Jetzt nehmen wir wieder die helle Farbe
Dafür nehme ich gerne den Bobbi Brown Pinsel, den Eye Blender, also ein Riesentraum, damit verblende ich zum Beispiel ungern hier. Aber der ist super zum Setten vom Auge. Und die hellste Farbe in der Palette. Und das trage ich mir hier auf und verblende dann die Übergangsfarbe. Hier. So. Überall. So. Falls jetzt zum Beispiel Farbe abgegangen ist von dem dunklen Braun, einfach nur mit dem Rest, was noch oben ist, wieder auftupfen und wieder verblende, immer verblende. Dann nehmen wir wieder dreimal Düfte reißen, Blendepinsel von vorher. Verblenden das wieder miteinander. So. Und so blendet sich eins ins andere. Jetzt nehmen wir uns so ein Abschminktuch und die Under Eye Area, also die Partie unter den Augen, zu säubern. So. Seht ihr das? Halte es an und ziehe, was ich ziehe es darauf. So. Seht ihr das? Ja, ich glaube. Jetzt reinige ich mir diese Partie unter den Augen. Jetzt, wo alles gereinigt ist, mache ich jetzt auf die Rucki-Zucki-Schnelle. Mache ich mir mein Gesicht, Augenbrauen, alles natürlich off-cam und bin dann zurück, um unter den Augen weiterzumachen. Bis gleich. Inzwischen. Stand at the ceiling. On seconds till the walls cave in. The wall is not about to wait. Never ever ever see your face again. Tearing every memory apart. Try to get you out of my heart. 20 Minuten später. Don't give me those eyes, cause you know me and I can't say no to you. We can have each other, even if we wanted to. 3:28 nachts. In another life, darling, I'll do anything to be with you. We can have each other, even if we wanted to. Don't give me those eyes. Don't give me those eyes. Weiter. Baby, I'm not made of stone. It hurts when all it's left to do is watch it burn. Thank you, Jesus! I'm back. Gesicht, Augenbrauen, Wimperndusche, alles um. Und jetzt kommen zum unteren Augenlid. Nennt man das Augenlid? Wir fangen an mit demselben von vorher, der kleine MAC-Pinsel. Wir nehmen wieder diese softbraune, kitschige Farbe und die blenden wir uns unter das Lid und das Gesamte. Das kann sogar ruhig unordentlich sein, muss nicht ordentlich sein. Mit so einem kleinen Pinselchen, so einem Mini-Pinsel, nehmen wir das Rotbraun aus der Palette. So, und tun es auch unter. Aber diesmal jetzt knapper am Wimpernkranz. Habt ihr nicht mitbekommen? Es gibt kein Ventilatorgeräusch. So, jetzt nehmen wir einen Kajalstift, der ist von Revlon Colorstay Eyeliner Crayon Contour in 203 Braun. Blue. So, der kommt jetzt an die obere Wasserlinie und an die untere Wasserlinie. Wir machen das, damit diese weißen, dass da ja nichts
rauschend. Hätte ich machen sollen, bevor ich die Wimperndusche aufgebe. Natürlich kommt es auch an die untere Wasserlinie. Jetzt nehmen wir so einen kleinen, der ist auch von Zoeva, 237 Detail Shader. Nehmen das dunkelste Braun, was wir auch darauf gegeben haben, drauf. Und damit verblenden wir jetzt den Kajal in der Wasserlinie, den Eyeliner, zusammen mit dem roten, rotbraunen. So, jetzt nehme ich wieder diesen kleinen und tue mit dem restlichen Produkt das nochmal ausrauchen. Verblenden, bisschen Mückier machen. Jetzt kommen wir zur letzten Farbe im Code, zu dieser. Denn selbst ein Smoky Eye kann ein bisschen ein Highlight vertragen im Inner Corner. Ein bisschen Highlight im Inner Corner schadet niemandem. Jetzt bin ich wieder da, ohne Stirnband. Ich wollte mich schon verabschieden. Ich habe vergessen, dass ich die Lippen noch nicht gemacht habe. Für die Lippen verwende ich den von Essence, einen Lip Liner in der Nude. In der Nude. Und wir nehmen wieder, wie vom ersten Video, den von Charlotte Tilbury. Freut mich übrigens. Eine hat mir geschrieben, dass sie ihn wegen mir gekauft hat. Das freut mich. Dass er noch jemand gefallen wird und er wird ihr gefallen. Und ich glaube, dass er gerade zu diesem Look wunderschön passt. Der ist doch einfach schön, oder? Setting Spray haben wir vergessen. Bist du deppert, oder? Den von Hangover. Und nun zu euch, Ladies. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Würdet ihr gerne Lidschattenpalettensammlung sehen, generell Schminksammlung sehen, meine Lieblingspinseln sehen? Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollen würdet. Genauso würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Däumchen hoch und die Glocke anmacht. Dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Ah, und bevor ich vergesse, falls ihr zum ersten Mal zuschaut und es interessiert euch, wie ich mein Make-up auftrage im Gesicht, dann schaut euch das vorige Video von mir an. Es gibt noch nicht viele, es gibt erst zwei. Und im zweiten wird es Schritt für Schritt das ganze Make-up gezeigt. Und klickt rein und seht es euch mal an. So, das war es jetzt endgültig von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen bei der Verrückten. Bye, bye. So, das war's. So, das war's jetzt endgültig. Ich bin dann mal weg. So, das war's jetzt endgültig. Ich bin dann mal weg. Und so, das war's jetzt endgültig. Ich hoffe, er schaltet. So, das war's jetzt endgültig mit von. So, da. Mein Rücken. So, und das ist er, der fertige Look. Das ist er. Das ist er. So, und das ist er, der fertige Look. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und schaltet wieder nächstes Mal. Ich bin nicht mehr. Fertig.